Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hammerhelm. Ja, und wir sind da, wo wir letztes Mal waren, und zwar habe ich nochmal alles schnell von neu gezockt. Ja, die Mine steht jetzt da anstatt dort. Speakers, Rofi. Rofi? Okay. Komm, diesmal sollte es funktionieren. Quest. Okay. So, jetzt be making noise in my house. Okay. Er kann nicht schlafen. Rein ins Haus. Ist das sein Haus? Wow, wow, wow. Er geht nicht auf mich los. Doch wieder verbuggt. Ich kann mit ihm sprechen. Okay. Ich tue dir nicht weh, Bro. Soll ich dir weh tun? Okay. Okay, ich muss wahrscheinlich... Ich muss zu Ruinen und... Ich glaube, die Geister umbringen. Dann machen wir doch mal direkt. Also geht die Demo doch noch weiter. Weiter als ich gedacht hätte. Also was letztes wirklich einfach nur ein Bug. Aber, wir gehen erstmal zu... Erstmal dorthin, bevor ich weiter baue. Leben voll tanken. So. Direkt mal wieder sprinten. Der King muss wieder alles machen, wie immer. Immer der Anführer. So ist es bei den Zwergen. Der Anführer muss alles tun. So, ich hoffe, das ist nicht zu weit. Ups, jetzt wurde ich leider auf den Desktop gezogen. Ja, das passt natürlich perfekt in die Aufnahme rein. Herrlich, einfach nur herrlich. Timing bis zum geht nicht mehr. So. Also ich bin wirklich gespannt. Also leider habe ich nur die Minimap oben. Ich würde mal gerne wissen, wie weit... wie groß die Map dann noch ist. Ich bin gespannt, ob es einen Multiplayer geben wird. Also ich bin echt gespannt, was aus dem Spiel so wird. Ich kann mir einiges vorstellen. Also an sich, so die Grundidee, die ist echt mega. Wo ist denn jetzt die Ruine? Die verarschen mich eiskalt. Die führen mich, glaube ich, am Rand der Map. Um den alten Smissel reinzulegen. So, komme ich jetzt langsam mal an. Aha. Aha. Aber hier ist auch schon Wasser. Hier ist echt Rand der Map. Blutrot. Das kann nur eins bedeuten. Illuminati. So. Und direkt gierig, wie sie sind, auf den alten Smissel. Die wollen meine Seele haben. Wow, der hat ein bisschen mehr... Leben war so orange von denen. Ich dachte, das ist irgendwie Special Leben. Okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen buggy jetzt gerade. So. Ich muss einfach seine Bros umbringen. Ja? Er hat geblockt. Er hat sein Leben für ihn geopfert. Nein. Das hat dieser Trank mir eigentlich überhaupt nichts gebracht. So. Pilze. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, das ist ja jetzt. Der lügt mich doch an, oder? Der lügt mich doch an. Ja, ja. Ich tue den Fee, okay. Oh. Du verlässt den Realm, okay. Danke. Das war alles. Keine Belohnung. Hauptsache, Raphael, oder wie er hieß, ist jetzt fröhlich. Wird in seinem schön zu Hause nicht mehr gestört. Wir gucken mal. Jetzt sag nicht, das war jetzt das Ende der Mode, weil dann hat sich das nicht wirklich gelohnt, sage ich mal. Aber wir können auch ein paar Sachen bauen. Die will ich auf jeden Fall noch bauen. Das will ich alles ausnutzen. Aber allein schon, dass ich beim Schmied Eisenrüstung herstellen kann, bedeutet für mich schon, dass ich noch ein bisschen weiter schmiege. Schätze ich mal. So. Der Weg und die Stamina ist gleich wieder leer. Ich brauche ein Bier. Zwerge brauchen Bier. Zwerge trinken kein Wasser, sie trinken nur Bier. So. Komm schon. Wir sind gleich zu Hause. Gleich sind wir endlich zu Hause. Aber wunderschön die Grafik, oder? Da wird man doch am liebsten ins Spiel hinein gebeamt werden und dort leben. Außer hier ist alles gerodet. So. Er ist fleißig am Arbeiten. Wie läuft der? So, 100 Brot, 100 Bier. Das Wichtigste überhaupt, natürlich. So, ich habe auch keine Quest mehr, ne? Ich glaube wirklich, das war die letzte Quest. Aber dann bauen wir. Ich würde am liebsten so hier so... Das hier als nächstes bauen, aber das dauert. Ich brauche auch Gold. Wo kriege ich denn Gold her? Was gibt's denn alles? Taverne, Mage Tower. Was soll das sein? Auf jeden Fall, die gibt es Unmengen Brunnen. Oh. So, wir machen aber erstmal hier weiter. Stonehouse ist nicht eine Farm. Oh, Carpentry. Ja, wir machen den Carpenter Shop. Metallworkshop. Oh, jetzt weiß ich nicht, was nehme ich? Stone Mansion. Wir nehmen die Stone Mansion. Was? Okay, kann ich nicht in der Demo bauen. Aber das kann ich doch in der Demo bauen. Sehr schön. Setze ich mal hier hin. Die Farm kann ich gleich bestimmt auch, wenn ich noch dann genug Holz habe. Dann machen wir doch mal noch einen Miner mehr. So, gibt es denn hier was Schönes? Also nichts, was ich mir nehmen könnte. Oh, ist das noch eine Tür? Nee. Ah, ist noch Fassade. Hab ich ja noch was? Ihr habt keine Quest mehr für mich? Keine verdammte Quest mehr. Da hat der alte Smissel umsonst weiter aufgenommen. Wenigstens noch Tränke gecraftet. Aber in der Demo davor, da konnte ich noch eine Mine gehen. Das hatte ich als Quest. Da kann ich hier drin irgendwas machen. Was? Okay. Ich guck mal, ob ich mit den Leuten sprechen kann. Oder eventuell, wenn ich noch ein Haus baue, vielleicht kommt dann noch eine... kein Gold. Ihr mangelt an Gold. Oh, das sieht aber schick aus. Kann ich jemanden zum Arbeiten hinschicken? Ja. Kann ich einen abziehen? Natürlich nicht. Ja, habe ich mir selbst eingebrockt. Kann ich ihn nicht feuern? Gibt es hier was Schönes drin? Ach, wunderschön, oder? Wunderschön. Ne, aber wirklich, ich will mehr bauen. Die Farm möchte ich auch haben. Da fehlt mir noch das Gold für. Holz für. Bei den ganzen anderen Sachen fehlt mir das ganze Gold. Ich gucke mal, ob ich nochmal in die Mine reingehen kann. Einfach mal so. Oh. In der Mine verschwunden. Ich gehe mal mit rein. Enter a safe level. Neues Level kann ich nicht, okay. Ne, das ist einfach nur der geklärte Dungeon hier. Das ist also... Dann ist es wohl wirklich Ende der Demo. Nee, ich will nicht komplett raus. Aber es war doch draußen noch ein Weg. Ich gucke, ob ich noch die andere Mine finde. Weil ich möchte schon gerne den Carpenter einstellen. Ja, wenn es das Ende der Demo ist, heißt es, ich werde mir das Spiel bald holen. Also es hat mich auf jeden Fall überzeugt. Auch wenn ich jetzt nicht allzu viel gesehen habe eigentlich. Aber es hat mich schon überzeugt. Es hat mir gereicht. Es hat den alten Smissel gereicht. Mich zu überzeugen ist anscheinend keine große Kunst. Aber egal. Wir gucken noch einmal kurz, weil die Folge ist jetzt eh nicht so lang. Wir erkunden noch ein bisschen. Für die, die noch was sehen wollen, wir erkunden ein bisschen. Da hinten sind auch Berge. Rofi, geh mal ein bisschen auf Erkundungstour. So, mal einen Drink, einen Energy Drink reinballern. Guck mal, da hinten, da leuchtet doch was. Wenn da nicht was ist, dann weiß ich auch nicht. Da ist doch bestimmt was. Irgendwelche Secrets gibt es hier bestimmt. Oder die Karte ist wirklich nur so klein, weil es eine Demo ist. Vielleicht geht es dann hinten noch weiter und in der Demo ist nur Wasser. Ich bin wirklich gespannt. So. Sieht aber schön aus. Das sieht doch wunderschön aus, oder nicht, Leute? Was sagt ihr dazu? Ja? Du? Du findest auch schön? Ja, ich weiß. Ihr alle findet es schön. Ich glaube, der alte Smissel, der wird verrückt. Der wird definitiv verrückt. Hm. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ach. Hochjumpen geht immer. Irgendwie hochglitschen kann man sich überall. Wir erkunden noch ein bisschen weiter weg. Ein paar Minuten geht noch. Daran soll es jetzt nicht liegen. Aber ich habe es wirklich nur weitergespielt, nur um ja, einen Geist zu sehen, der sagt, ey, bring die anderen Geister um. Dann sagt er, ja, ich verlasse den Realm. Ah, super toll. So. Da hinten sieht es aber aus, als ob es da nicht weitergehen wird. Es wird extrem schnell Nacht und Tag hier im Spiel, ist mir aufgefallen. Ja, also es gibt hier nichts mehr. Also ich würde sagen, Demo wirklich zu Ende. Aber ich will doch die eine Mine finden, die wir im letzten Let's Play hatten. Da war ja definitiv noch eine Mine. Also die Folge davor, in der ersten Folge. Auf jeden Fall gab es eine zweite Mine, ein zweiter Dungeon. Sonst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Also ich finde es super. Ist genau noch mein Geschmack irgendwie. Auch wenn es hier nur eine kurze Spielzeit war. Aber die Grundidee, die reicht mir schon. Ich werde euch auch in die Titelbeschreibung einmal einen Link für die Demo immer noch. Aber auch einen Link, um das Spiel zu erwerben. Ich glaube es mittlerweile, es kostet 12 oder 13 Euro. Das ist 14 US-Dollar, Dollar ist ja weniger wert als Euro. Irgendwie sowas, so 13 Euro oder so. Auf Steam ist noch nicht erhältlich, aber auf der Seite. Nur allerdings weiß ich jetzt nicht, wenn man es jetzt auf dieser Seite dann kauft und es dann für Steam erscheint, ob das dann Ganze verknüpft ist und man das wirklich dann auch nicht, dass man es doppelt kaufen muss oder so. Ich werde es auf jeden Fall kaufen, die Tage, um euch ein bisschen mehr zu zeigen, ob es sich auch für euch lohnt. Aber ich denke, für mich wird es sich schon definitiv lohnen. Aber irgendwie noch, was sind die andere Mine? War die nicht irgendwo? Das kommt mir so vertraut vor, aber wahrscheinlich einfach nur, weil hier alles gleich aussieht. Also dort geht es nicht weiter, haben die direkt mal eine, ja, eine Steinwand hochgezogen. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer die ganze Zeit. Komm, bitte lass da hinten irgendwas Cooles sein. Irgendwelcher cooler Kram. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Einfach nix. So, dann wird jetzt noch einmal hier lang. Wenn da nichts ist, dann würde ich sagen, ist doch schon Ende, oder? Langweilt euch doch schon. Ich höre den einen gehen, der nächste, der schaltet schon wieder weg. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich will halt nichts verpassen. Vielleicht kann man aus der Demo noch was rausquetschen. Irgendeinen Saft kann man auch noch rausquetschen. So. Sieht aber nach nichts aus. Aber wo ist die Mine vom letzten Mal? Das kann doch nicht sein, dass sie auf einmal weg ist. Das will ich nicht akzeptieren. Ich will noch eine Hütte bauen. Weil man hat letztens auch viel mehr Rüstung. Und jetzt habe ich einfach nur Schulter, Kopf und Hammer. Mehr habe ich nicht. Hm. Interessant, interessant. Ich habe irgendwie eine Special-Demo. Aber es ist eigentlich dieselbe Demo. Also verstehe ich nicht, warum diese Quest diesmal nicht kam. Komm noch einmal über den Berg, dann ist aber auch Ende. Ja. Oh, lasst es bitte doch hier die Mine noch sein. Ich will unbedingt weiterbauen. Ich bin schon süchtig. Merkt ihr, ich bin schon süchtig. Nur die Demo und ich krieg nicht genug. Sie reicht mir den kleinen Finger und Smissel will direkt die ganze Hand. Typisch Smissel. Aber nee, ich finde keine Mine. Ich komme noch einmal hier vom Berg aus. Nee. Absolut nichts. Ich weiß nicht, ob es dann letztes Mal einfach ein Fehler war. Hm. Aber dann probieren wir noch eine Kleinigkeit aus. Weil ich kann leider auch meine Arbeiter jetzt nicht von dort wegziehen. Ich habe zwar einen Worker frei, aber will irgendwie nicht. So, ich würde sagen, dann probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir ins Wasser springen. Kommt immer gut. So, noch gucken hier am Rand. Dort ist auch nichts. Ja, da hinten, da sieht es aber cool aus. Warte, von hier gucken wir noch einmal. Mein Zwerg ist halt depressiv geworden. Gibt nichts mehr zu tun. Bevölkerung wächst nicht. Alles nur Männer, keine Frauen. Er wollte einfach nur schöne Frauen, aber wurde ihm verwehrt. Deswegen ab in den Selbstmord. Und er kann nicht sterben. Wow. Ich wurde zurück teleportiert. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. So Leute, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Let's Play. Ich versuche noch nebenbei mit ihnen zu quatschen, während ich euch Tschüss sage. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu kommentieren, zu bewerten, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr auch mehr sehen wollt. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!